Hey Leute, willkommen zurück zu Undertale. Im letzten Part hatten wir den Kampf gegen Muffet und übrigens, ich habe mir jetzt neue Items gekauft, weil wir wären sonst echt nicht weit gekommen. So, und jetzt gehen wir endlich mal weiter. Oh, der Mensch. Könnte es sein? Könnte es meine wahre Liebe sein? Was passiert hier? Ja, tschüss. Oh. Bitte renn weg, ja, ich versuch's. Der Monsterkönig. Sie werden dich in die Kammer stecken, okay? Es wird scheiße sein. Und dann wirst du oft sterben. Ja, oft. Sehr traurig. Du wirst sterben. Wein, wein, wein. Es ist so traurig, dass es passiert. So traurig. So traurig, dass du in den Kerker musst. Nun, wie immer sei. Oh nein, was soll ich nur tun? Meine Liebe wurde in den Dungeon gesteckt. Ein Dungeon mit einem Puzzle. Oh nein, das ist das. Oh Mann, was war das nochmal? Blau und gelb darf man nicht gehen, aber pink war normal, ne? Grün war, glaube ich, auch okay. Na, ja, jede Farbe. Okay. Ach so, ne, grün war auf Monstern. Okay, blau war Wasser. Genau. Rote sind. Warte mal. Haben wir dieses Puzzle nicht schon mal vor ein paar hundert Räumen gesehen? Ja. Ja, ich verändere mich total an die ganzen Regeln. Okay, gut, dann werde ich mal nicht Zeit, dann werde ich mal keine Zeit verschwenden. Oh, und du sollst dich beeilen, weil wenn du in 30 Sekunden nicht durchkommst. Dann wirst du verbrennen. Meine arme Liebe. Ich kann nicht aufhören zu lachen. Viel Glück. Nein. Oh. Hilfe. Ich kann hier gar nicht mehr lang. Hey, ich konnte hier gar nicht mehr lang. Oh, scheinbar ist ja die Zeit ausgegangen. Da konnte man nirgendwo mehr lang. Hier kommen die Flaschen. Also ich wollte ja zurückgehen, aber ich konnte nicht mehr zurück. Sie kommen näher. Sehr viel näher. Pass auf, ich rette dich. Ich werde in die Firewall hacken. Ja, literally die Firewall. Oh nein, wie könnte das nur passieren? Schon wieder getäuscht vom Dr. Elvis. Ja, das stimmt. Komm, Mettaton, ja, gib jetzt endlich auf. Du wirst niemals uns besiegen. Nicht solange wir zusammenarbeiten. Dein Puzzle ist zu Hause und jetzt geh nach Hause und lass uns in Ruhe.
Basel vorbei. Elvis, Big Bang. Von was redest du denn? Hast du vergessen, was die grünen Teile tun? Da kommt ein Geräusch und da musst du gegen ein Monster kämpfen. Nun, Liebling des Monster bin ich. Ist es dein Telefon? Du solltest lieber antworten. Ey, das scheint. Ey, das sieht echt schlecht aus, aber keine Sorge. Es gibt eine letzte Sache, die ich installiert hatte. Siehst du diesen gelben Button? Geh auf das Telefon, drück auf Act und drück es. Drückst den gelben Knopf. Oh, dieses gelbe Leuchten. Jetzt drück X. Ah, okay, cool. Nochmal neu. Oh. Oh. Du hast mich besiegt. Wie kann das nur sein? Du warst stärker, als ich dachte. Was auch immer. Scheint, als hättest du ihn besiegt. Gut gemacht. Das war dank dir. Was? Oh nein, ich meine, du warst derjenige, wo alles cool gemacht hat. Ich habe nur einfach irgendwelche dummen Programme auf deinem Telefon installiert. Hey, das klingt vielleicht seltsam, aber kann ich dir was sagen? Bevor ich dich traf, habe ich mich nicht wirklich selber gemocht. Lange habe ich mich wie Müll gefühlt, als könnte ich nichts ohne jeden hängen zu lassen tun. Aber dich hier durchzubringen, hat mir geholfen. Also danke, dass ich dir helfen darf. Minuausai, wir sind fast am Chor. Es ist genau nach dem MTT Resort. Komm, lass uns das beenden. Hier sind die zwei Ritter. Ah. Oh, hey. Wir überlegen uns das Ganze nochmal mit dem Töten und so. Also, aber erzähl anderen nichts davon, okay? Er scheint glücklich zu sein. Hey, ich hab gehört, dass du in das Chor gehst. Wie wär's erstmal mit Abendessen? Sehr gut. Hier lang, ich kenne Abkürzung. Nun, hier sind wir. Also, deine Reise ist fast vorbei, ha? Du musst echt nach Hause gehen wollen. Ich kenne das Gefühl. Obwohl, vielleicht ist es auch manchmal besser, das zu akzeptieren, was dir gegeben wird. Hier unten hast du schon Essen, Trinken, Freunde. Ist das, was du tun musst, das wirklich wert? Ach, vergiss es. Ich zähle auf dich. Hey, lass mich dir mal eine Geschichte erzählen. Also, ich bin ein Sentry im Snowden Forest, nicht richtig? Ich sitze da draußen und halt nach
Menschen ausschaue. Es ist ziemlich langweilig. Aber zum Glück gibt's tief in diesem Wald diese große verschlossene Tür. Und sie ist perfekt, um Klopf-Klopf-Witze zu machen. Also habe ich an einem Tag an der Tür geklopft. Ich habe an der Tür geklopft und habe Knock Knock gesagt. Und auf einmal kam von der anderen Seite die Stimme einer Frau. Wer ist da? Also habe ich nur geantwortet. Dishes. Dishes who? Dishes are very bad joke. Und da hat sie einfach angefangen zu lachen. Als wäre es der beste Witz gewesen, den sie in 100 Jahren gehört hat. Also hau ich immer mehr raus und sie lacht immer weiter. Sie ist das beste Publikum, das ich jemals hatte. Und dann, nach ein paar Dutzend Male, hat sie geklopft und gesagt: Klopf, klopf. Und dann habe ich gesagt: Wer ist da? Alte Frau. Alte Frau, wer? Oh, ich wusste gar nicht, dass du jodeln kannst. Wow. Die Frau war ziemlich gut. Wir haben uns einfach die ganze Zeit Witze hin und her erzählt. Und das stundenlang. Aber irgendwann musste ich gehen. Papyrus wird ziemlich wütend, wenn er nicht seine Nachtgeschichten hört. Aber sie hat mir gesagt, ich soll wieder vorbeikommen und das habe ich. Und dann habe ich es nochmal getan und nochmal. Es ist jetzt ein ziemliches Ding, schlechte Witze durch die Tür zu erzählen. Es ist ziemlich cool. An einem Tag aber ist mir aufgefallen, dass sie nicht wirklich gelacht hat. Ich habe sie gefragt, was los sei. Dann hat sie mir was Seltsames erzählt. Wenn ein Mensch jemals durch diese Tür hier kommt, könntest du bitte mir etwas versprechen? Pass auf sie auf und beschütze sie. Nun, ich hasse es, Versprechen zu machen. Und diese Frau, ich kannte nicht mal ihren Namen, aber jemand, wo schlechte Witze mag, hat was, wo man nicht Nein sagen kann. Verstehst du, was ich sage? Dieses Versprechen, das ich ihr gab. Weißt du, was passiert wäre, hätte sie das nicht gesagt? Kumpel, du wärst schon längst tot. Hey, Kopf hoch. Ich mach nur Spaß. Und außerdem hab ich nicht einen tollen Job gemacht, dich zu beschützen? Ich meine, schau dich mal an. Du bist doch kein einziges Mal gestorben. Ey, ja doch. Ey, was ist das für ein Blick? Lieg ich falsch? Nun, das war's. Pass auf dich auf, Kleine, weil jemand kümmert sich um dich. So, wer war diese mysteriöse Frau? Gut, das ist, glaube ich, eigentlich vielen von uns klar. Ich meine, eine große verschlossene Tür im Wald. Das war Toriel. Wo ihm das Versprechen. Wo das gesagt hat. Ich bin der Resort-Comedian, ich bin sehr lustig. Leute lachen wegen meinen Witzen. Nun, mein Sohn will auch ein Komiker sein wie sein Vater, aber seine Witze sind nicht lustig. Er erzählt immer diese schlechten Witze. Er ist unserer Familie sehr peinlich. Das ist nicht lustig. Seitdem seine Mutter gestorben ist, konnte er nicht mehr in dem Haus leben. Also ist er weggerannt und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Ich bin ein schrecklicher Vater. Das ist nicht lustig.
Hey. Geh nach rechts für großartige Deals. Hi. Ich gebe dir 1000 Gold, wenn du Metatron dazu bringst, meinen Arsch zu Auto meinem Arsch ein Autogramm zu hinterlassen. Oh Gott, Hilfe, ich bin aber weg. Das macht mir irgendwie Angst da drin. Die relaxing Atmosphäre in diesem Hotel füllt dich mit Entschlossenheit. Ja, ich werde heute nicht zu Hause sein. Ich denke aber, da ist noch Pizza im Kühlschrank, die du aufheizen kannst. Dieser Fahrstuhl geht direkt zur Hauptstadt, aber es hat aufgehört zu funktionieren. Oh ja, super. Da hätten wir natürlich jetzt mitfahren können, ne? Oh, hi. Steak mit der Form von Metatons Gesicht. Frag nicht warum. Man versucht die Person mir was zu verkaufen. Das ist ein Hamburger-Restaurant. Ich versuche nur zu überleben. Tut mir leid. Es ist gegen die Regeln, mit den Kunden zu reden, wo nichts gekauft haben. Core. Ja, wer sind die denn? Niemand sollte hier sein. Naja, wir schaffen das schon. Okay, alles klar, hier ist es. Nimm den Fahrstuhl und geh damit zur Spitze des Chors. Der Fahrstuhl funktioniert nicht. Warte, was? Der Fahrstuhl sollte funktionieren. Nun, geh nach rechts und geh mal weiter nach oben. Alles klar, jetzt einfach nur nach oben. Hä? Oh, die Schlucht. Sie ist gar nicht auf meiner Karte. Vergiss es. Lass uns einfach die linke Seite versuchen. Okay. Du solltest hier durchkommen. Pass auf. Du ignorierst Magic und... Corner Orb? Okay, wurde geschwächt. Oh. Alter. Okay. Das war knapp. Warum sind hier so viele Monster? Ich meine, es ist eh kein Problem, nicht wahr? Wir müssen einfach nur weiter. Okay, gut, wir müssen also die ganzen Dinger hier anstarren. Es scheint so, als könntest du nicht weiterkommen, bis du den St St
Switch drückst, aber diese Laser werden sich aktivieren, wenn du es tust. Sieht so aus, als wären sie in dieser Reihenfolge kommen. Orange, orange, blau. Verstanden? Okay, beweg dich bis zum dritten. Das war genau andersrum. Elvis, du hast mich verarscht. Oh mein Gott, bist du verletzt? Es tut mir leid, ich habe dir die falsche Reihenfolge gegeben. Alles wird okay, aber alles wird okay, okay? Lass einfach weiter nach rechts gehen. Ich werde erstmal zurückgehen und speichern, weil ich meine Leben wieder haben will. Oh ja. Oh meine Fresse. Ernsthaft? Toll. Oh, eine Kreuzung. Versuch mal nach rechts zu gehen. Warte, nein. Ich denke, du sollst nach oben gehen. Ja, super. Du singst ein altes Lied. Night Night scheint müde zu sein. Adieu. Du singst weiterhin. Night Night schließt seine Augen. Du singst weiterhin. Night Night schläft. Okay. Tut mir leid, ich dachte, dass. Ja, lass rechts versuchen. Noch mehr Laser? Okay. Diesmal werde ich nichts falsch machen. Ich werde einfach die Laser deaktivieren und dich durchlassen. Sie gehen nicht aus. Ich kann sie nicht ausschalten. Ist okay. Ich habe das unter Kontrolle. Ich werde einfach die komplette Energie ausstellen. Dann kannst du durchgehen. Okay. Los. Warte, stopp! Die Energie hat sich wieder angeschaltet. Verdammt, das sollte eigentlich nicht passieren. Ich werde es nochmal ausstellen. Wenn es ausgestellt ist, beweg dich ein bisschen und dann stopp. Okay? Dann wirst du nicht verletzt. Siehst du? Ich habe alles unter Kontrolle. Alles ist unter Kontrolle. Ja, die ist auch wirklich. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal weiter bei Undertale und ciao.